Schönen guten Tag für alle. Hallo. Heute lese ich einen Auszug aus dem Roman von Jens Steiner, Karambole. Und gleich stelle ich die heutige Frage. Die Antworten erwarte ich wie immer unter E-Mail-Adresse bokezu@glavabe.lt. Und die Frage lautet, was bedeutet die Benennung Karambole? Und fangen wir an. Durchbruch. Bereits im Mai herrschte eine Bullenhitze. Sie raffte die Alten dahin wie die Fliegen, während die Jungen begannen, sich Wüsten dringelangen hinzugeben. Jeder Tag heißer als der andere und nach Sonnenuntergang kühlte es kaum ab. Wir erleben tropische Nächte, sagt die Meteorologen in der Tagesschau und erklärten stolz, was eine tropische Nacht ist. Einige hier in der Straße verlegten ihre Nachtlager auf die Gartenterrassen. Man hörte sie im Dunkeln mit den Campingbetten hantieren. Manchmal riefen sie einen Spruch in die stickige Nacht. Ein Spruch kam zurück und so ging das hin und her. Nicht, dass ich da mitgemacht hätte, im Gegenteil, aber was wollte man schon ausrichten dagegen? Auf diese Weise dümpelten alle gedankenlos dem Sommer entgegen, bis Hösli kam und seine Frage stellte. In jenen Tagen hatte ich nichts als Schirereien. Unser Sohn hatte wieder einmal eine neue Firma gegründet. Das heißt, er brauchte Geld. Overteam Direct Marketing hieß das neue Ding. Ich wollte gar nicht wissen, was er den Leuten diesmal andrehte. Dann unsere Tochter, kein Schulabschluss, kein Mann, drei Belger. Das ganze Jammertal ist damit abgesteckt. Zwei Tage bevor Hösli mit seiner Frage kam, hatte sie meinen Passat in ein Bachtrubel gefahren. Die Frage erwischte alle auf den falschen Fuß. Niemand wusste, wann der Nette zuletzt gesehen worden war. Hinter meiner Hecke orakelten die Nachbarn, wo er sich aufhielt und ließen eine Plattitüde nach der anderen vom Stapel. Gegenseitig versicherten sie sich, dass er immer ein netter Kerl gewesen sei. Sollen sie doch weiterfasseln, dachte ich, ich hatte Besseres zu tun. Seit 2 Jahren war ich frühpensioniert und widmete die meiste Zeit dem Garten. Nun hatte ich begonnen, einen alten Plan in die Tat umzusetzen. Ich grub mich in die Erde. Man kann das ruhig wörtlich verstehen. Der Plan war, ein Schwimmbassin zu bauen und ich und meine Schaufel würden uns in die Tiefe arbeiten. Ein Bekannter, der bereits einen Pool hatte, würde mir später mit dem Gussbeton und der Auskleidung helfen. Was ich damals nicht wusste, in dem Augenblick, als ich zum ersten Stich ansetzte, gab es bereits kein Zurück mehr. Denn was ich hier unternahm, hatte nicht nur mit mir zu tun, sondern auch mit den Nachbarn hinter der Hege, meinen missglückten Kindern und ja auch mit den Netten. Während ich mit der Schaufel ausholte, um meinen Rasen den ersten Hieb zu geben, ertönte hinter mir ein Rülpser. Ich drehte mich um und sah nur graue Schlabberhosen, Filzpantoffeln, eine Hand mit Kaffeetasse. Gleich, das wusste ich, würde sie sich in die Hollywood-Schaufel setzen und die Pantoffel von den Wasserfüßen schütteln. Seit Jahren gingen meine Frau und ich uns aus dem Weg. Wenn wir uns im Haus zufällig begegneten, kämmten wir uns aneinander vorbei wie zwei schwerfällige Tiere in einem zu kleinen Bau. Ich wandte mich wortlos um und holte erneut aus.
Die Schaufel bohrte sich in die fette Erde meines Grundstücks. Ein Swimmingpool hatte mir noch gefehlt. Im Jahr davor hatte ich das Gartenhäuschen fertiggestellt, mit Steingrill, fließend Wasser und allem drum und dran. Den großen Teich mit Inselchen und Sitzbank gab es schon länger. Jetzt also der Swimmingpool. Ohne Wirbel und das ganze Pipau, 8 Meter lang, 4 breit, 2 tief. Täglich arbeitete ich ab 8 Uhr und 10 gönnte ich mir ein Bier. Mit ausgestreckten Beinen saß ich auf der Granitbank und konnte mich nicht satt sehen an dem gestochen scharf ausgeschnittenen Erdloch. Gestört wurde ich nur von den Großmäulern, die sich meine Hege ausgesucht hatten, um ihre Meinung über den Netten zu verbreiten. Selbstverständlich war auch Hösli dabei. Hösli redet viel, wenn der Tag lang ist und man muss erst mal eine Weile weghören, bevor er etwas Gescheites sagt. Die von der Hirschhenne wissen, was ich meine. Doch dieses Mal war es anders. Seine Frage nach dem Netten war Thema Nummer 1. Huber, Seniorpartner von Huber plus Huber in Rente, vermutete eine persönliche Krise. Jahre des Hin- und Herfliegens, der sich dicht an dicht folgenden Turniere, könnten auch am Netten nicht spurlos vorübergegangen sein, meinte er. Völlig fertig seid ihr, ergänzte Hösli, der komme nicht mehr zurück. Vielleicht war Karl von der Querstraße linker Hand ein, habe er sich in einem Sanatorium verschanzt oder auf einer einsamen Insel. Er würde 2-3 Monate Energie tanken und danach in neuer Frische weitermachen. Blödsinn, keifte einer, der sich Schuber nannte und den ich nicht kannte, der sei voll im Saft. So einer brauche keine einsame Insel, höchstens mal eine andere Frau, denn neben diesem Hausdrachen würde er noch draufgehen. Pausenlos redeten sie, nachdenkend stand ich auf dem Programm. Doch auch ich war nicht schlauer. Ich hatte keine Ahnung, was der Nette wollte. Und es würde noch eine ganze Weile dauern, bis ich begriff, wohin ich mich mit meiner Schaufel grub. 4 Wochen später war der Nette immer noch nicht zurück. Endlich ließen sich auch die Nachrichten dazu herab, die Meldung durchzugeben. Im Fernsehen stellte sich alle paar Tage einer hin, der behauptete, ihn gesehen zu haben. In einer Moskauer Disco beim Abtanzen oder in einem österreichischen Bergkauf beim Quadfahren. Ein Kolumnist berichtete, in der Namibwüste habe er dem Steuer eines Hummer gesehen. Oder war es ein Blogger gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Was die Jungen alle sind, kann unserer nicht mehr auseinanderhalten. Jedenfalls, der Nette kam nicht zurück. Das ist die Tatsache. Der Nette blieb weg und alle schwitzten, dösten, prügelten sich durch den Sommer. Eines Abends, es muss etwa Mitte Juni gewesen sein, als ich auf der Terrasse ein Bier trank und mein Tagewerk begutachtete, hörte ich hinter mir ein seltsames Kratzen. Ich blinzelte in die Dämmerung und erkannte meine Frau. Sie hatte sich auf einen Gartensessel gesetzt. Ich musterte sie lange. Wann hatten wir eigentlich zum letzten Mal geredet? Würde ihre Stimme wiedererkennen? Ich sagte, was meinst du, Luise? Wo ist der hin, der Nette? Sie sah aus wie ein Wesen, bei dem nicht klar wird, was vorne und was hinten ist. Ich wandte mich ab und während ich die Flasche an meinen Mund hob, dachte ich an die Zeit,
dass meine Hände dieses Gesicht gesucht hatten, die Lippen damals noch urbig und ein einziges Versprechen, die grünen Augen zwei Seen ohne festen Grund, die Brauen ein vollendeter Triumphbogen, eine Zeit, die nur noch als schwaches Glimmen in meinem Gedächtnis ruhte. Irgendwo ist er wohl. Ich stierte ins Halbdunkel. Hatte meine Frau eben gesprochen? War das ihre Stimme gewesen? Ich sagte, wo denn? Wenn er da ist, ist er da. Wenn er dort ist, ist er dort. Sie erhob sich, in der Hand wie immer die Kaffeetasse, auf der Nase eine Brille, die aussah, als ob sie sich an dem unwirklichen Ort für immer festgekrallt hätte. Langsam schlurfte sie ins Haus. Ich nahm mir ein neues Bier aus der Kühlbox. Während ich an der Flasche nuckelte, dachte ich über meine Familie nach. Alles, was diese Brut am Laufmeter produzierte, war Ungemasch und Schwachsinn. Ein Sohn, dem ich seit 20 Jahren mein Vermögen nachwarf und ihm seine lausigen Illusionen zu erhalten, eine Tochter, die von einem schweren Öder an dem anderen geriet und sich von jedem ein Geschenk in Form eines quengelnden Wichts mitnahm, eine Frau, deren Gestalt immer mehr einen Termitenhügel glich, der sein Inneres vor aller Welt verbarg. Warum bestrafen Sie mich für all die Mühe, all das Rackern? Ich nahm einen großen Schluck und versuchte mir etwas Schönes zu wünschen, etwas, das ich die ganze Jahre von meiner Familie nie bekommen hatte, aber hatte keine Ahnung, was das sein könnte. Schluss für heute. Wie immer, bleiben Sie gesund. Bis auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Tschüsschen.